In diesem Video gibt's braune Brie, eine grüne Tankstelle, ein weißes Boot und sind wir ein LKW. Die Jungs sind parat für die Abfahrt. Ich auch. Hey Leute, wo seid ihr? Sind parat? Oh, steht wohl auf dem Dinettisch. War ja klar, wenn ich euch suche. Ja, und damit herzlich willkommen bei Travel Camping Living. Ich bin Kai und das ist der Atlantik. Wir haben ordentliche schöne Wellen heute. Ihr könnt mir hier surfen. Die um uns rum Parker sind schon alle abgefahren. Hier stand ja gestern auch alles voll. Alle schon weg. Und ja, so sieht es hier aus. Es beginnt gerade wieder zu regnen. Und eigentlich ein schöner Spot gewesen. Sehr ruhig. Da hinten spielen die Hunde. Haben aber nicht genervt heute Nacht. Gut gepennt. Aber so fällt der Abschied etwas leichter. Ich glaube, wenn hier die Sonne scheinen würde, 20, 25 Grad, dann würde ich mir das mit dem Abfahren noch mal schwer überlegen. So aber bei dem fiesen Wetter machen wir den Abflug. Gehen noch kurz tanken und dann ab zum Hafen. Oh, und habt ihr schon gesehen? Wir sind verschwunden. Weg. Das ist ein weiteres Zeichen, dass wir uns hier vom Acker machen sollen. Keine Ahnung, aber wir machen's. Schauen wir mal, dass wir hier aus dem Quark kommen. An dem Donkey vorbei. Und dann muss es hier bei den LKWs auch irgendwie weggehen. Oh, ganz schön schlammig bei den Jungs hier. Hier geht's raus. Super. Wir haben wieder Asphalt unter den Puschen. Das Meer im Rücken und den Regen von oben läuft. 1,50 Diesel. Tanken müssen wir. Dann ist wahrscheinlich immer noch hoffentlich günstiger als in Spanien. Nochmal das letzte Geld vertankt. Jetzt haben wir noch 16 Dirham. Die werden wir auch noch los. Und jetzt fahren wir zum Hafen. Wenn wir den finden, jemand sollte mal die Navigation füttern. Herr Co-Pilot. Ja, hier geht es nicht weiter. Aber rechts rum zum Glück. Kommen auf Hinterwegen zum Hafen. Gesichert wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Gibt es nochmal ein kleines Fußbad für Zottel. 3 Meter Höhebeschränkung. Also fahrt ihr nicht lang, wenn ihr höher seid. Und dann geht's berghoch. Ja, und zwar ziemlich übel. Und links von uns ein Regenbogen, den ich gerade nicht filmen kann. Tangamedport. Falscher Eingang. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ne? Wir müssen wahrscheinlich zu Tangamed 1. Ja, drehen wir mal kurz. Hat der nette Herr uns jetzt gerade hingewiesen drauf. Ja, fahren wir noch einen Meter. Den Kreisel erkennen wir auch wieder. Da sind wir angekommen vor vielen Monaten. Und da hauen wir wieder ab, oder versuchen es zumindest. In der Hoffnung, dass wir uns mitnehmen. Wir dürfen rein. Ticket Sale, Check-in. Wir gucken erstmal beim Ticket Sale, weil ich hab's ja verloren. Ne? War schon immer noch am Husten. Nicht ganz fit, aber deutlich besser als noch vorgestern. Nicht viel los. Das sieht ziemlich leer aus. Freie Parkplatzwahl für uns Co-Pilot. Welche Watch? Der hier. Sehr gut. Oh, hier darf man nicht filmen. Huch. Und da ich hier nicht filmen darf, wenn es schon so offensichtlich dran steht, bleibt ihr mal kurz hier und passt auf die zwei Jungs auf, ne? Sie keinen Scheiß machen. Ja, da bin ich wieder. Die haben Schalter, checken gerade das Ticket und stellen Neues aus. Das funktioniert hoffentlich. Haben gemeint, ich soll mich schon mal umparken. Bin mal gespannt, ob das was wird. Oder ob ich hier gleich ohne alles dastehe. Macaron? Ja. 1 Minute, please. Alright. Ja Leute, das ging super easy. Der Agent hat das ganz schnell gemacht. Genial. 14 Uhr geht's Boot, jetzt ist 12 Uhr. Schon die Frage, wie wir zum Check-in kommen. Police Check-in. Ah, da ist einer. Ja, bisher alles tipptopp. Ja. Bonjour. Bonjour. Le ticket? Oui. One person. Seul. Voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Jetzt zählt's. Customs Police. Wo ist denn da überhaupt jemand? Winkt irgendwo einer? Dass wir wieder falsch fahren wie bei der Herfahrt. Das Ganze ist so tot. Ich übersehe niemanden hier. Ich sehe nichts. So, ich stelle mal die Kamera aus. Ich glaube, ich finde das nicht so toll, wenn ich hier permanent filme. Der andere Deutsche. Bonjour. Ja, da saß einer, der hat einfach nur mit der Hand gewedelt. Soll weiterfahren. Naja, schauen wir mal. Oh, da sind sie.
verstecke sich und sind am Röntgen. Aber das ist irgendwie auf der anderen Seite. Da brauchst du im Hafen noch das Navigationssystem, dass du rauskommst, Co-Pilot, hä? Gottfried Stutz. Wir machen jetzt noch eine kleine Hafenrundfahrt. Einmal quer durch. Da haben sie wohl noch Asphalt übrig gehabt und sie gedacht, komm, wir bauen die Straße ein bisschen länger. Dann können unsere Kunden und Touris noch ein bisschen den Hafen genießen. Alter Verwalter. Ah, kein Wunder, ist hier warm. Co-Pilot, hast Heizung angemacht? Bist du eigentlich wahnsinnig? Verschmachte hier gerade, trotz T-Shirt und kurzer Hose. Das nächste Gate. Brauche eigentlich sonst nichts. Können wir theoretisch hinfahren, aber hoffe ich. Automobil-Access, grüner Pfeil. Der Zöllner war jetzt nicht übermäßig gesprächig. Stempel in den Pass kriegt, gut ist. Wir wollen weiter. Ah, ich glaube, wir sollen nach rechts. Hier geht es jetzt nochmal zum weiteren Check. Ja, hier haben sie das kleine Automobilticket nochmal gecheckt, wie gerade eben auch schon. Und nochmal irgendwie den Pass. Und jetzt, weiß ich auch nicht, fahren wir mal weiter, dahinter steht noch einer. Und als nächstes, wir werden geröntgt. Na, wenn das mal gut geht. Röntgen und auch Hund, alles bestanden. Da sind wir jetzt etwas erleichtert, ehrlich gesagt. Und jetzt müssen wir irgendwie zum Boot finden. Geht's wahrscheinlich hier lang, den ganzen Weg wieder zurück. Nochmal kleine Hafenrundfahrt. Oh, Co-Pilot, Alter, bin ich froh. Also die Sache ist ja die, ne? Friedrich ist super geflogen, aber eigentlich hatte man Hilfsmittel dabei, das hier verboten ist. So, gucken wir halt weiter durch den Hafen. Kann euch nicht viel Spannendes zeigen hier. Alles Beton. Und jetzt, scheiße, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, Mann. Number 8. Parking Number 8. Ich glaube, das war vorschriftsmäßig. Einmal um den Kreisel und dann wieder zurück. Kannst du nicht über eine doppelt gezogene Linie fahren. Geht doch nicht. Das ist ja fast wie eine Einbahnstraße, einfach. Das würde man auch nie machen. Man fährt hier im Zickzack. Oh Gott, ist ja alles verwirrend hier. Co-Pilot strengt sich heute auch nicht an. Der ist einfach traurig, dass wir Marokko verlassen. Friedrich auch. Weil ab jetzt wird alles wieder teurer. Der Spanier stellt sich mal mittig in den Weg. So, Go-Position. Also machen wir es so, wollen wir dann. Vorne raus, dunkle Wolken, etwas Sonne, schöner Mix. Hinten lädt noch ein letztes Video hoch mit Marok Telekom Guthaben, das noch verballert werden muss. Da drüben wird ein Schiff beladen, hauptsächlich mit LKWs und sonst ist nicht viel los hier. Friedrich, der alte Sklaventreiber, findet, ich soll mal kurz durchs Cockpit putzen. Es sei hier irgendwie etwas staubig. Ich glaube, der Einzige, der hier zu viel Staub im Hirn hat, ist Friedrich. Kommt Bewegung in die Sache. Der eine Kahn ist am Dampfen und der andere, die Vilnius, kommt gerade rein. Ob das irgendwas für uns zu bedeuten hat, keine Ahnung. Okay Leute, man soll ja auf seine Mitreisenden hören. Ich hab's Cockpit ziemlich gut geputzt. Bin sehr stolz auf mich. Guckt mal, überhaupt kein Staub mehr. Super sauber. Jetzt müsste man einfach nur noch mal den staubigen Friedrich vor der Tür so richtig, ne? Also ihr wisst schon, ja. Das will er aber nicht. Und das glaubt ihr jetzt wahrscheinlich hier nicht. Ich habe sogar Cockpit-Reiniger dabei. Kein Scherz. Fuhr die ganze Zeit mit. Nie verwendet. Aber jetzt. Da schauen wir an. 14.30 Uhr. Wir sind um 14 Uhr schon aufs Schiff und schon auf hohem Wasser, laut Papier. Kommt jetzt unser Datteldampfer an? Ja, leck mir am Arsch. Super. Geht doch nichts über kurze Wege. Die dübeln das Ding hier direkt an unsere Nase. Da haben wir es nicht weit. Der Schlepper muss ordentlich drücken, um das Ding an die Hafenmauer zu legen. Der Wind kommt aus der anderen Seite. Er drückt also dagegen. Wetter jetzt mal zufällig sonnig und ganz schöne LKWs dabei. Auf unserer Linie steht aber nicht viel. So, jetzt hat er ihn hinten dran drückt. Jetzt muss er wahrscheinlich vorne noch mal drücken. Bis das Ding dann endlich mal an Land liegt. So, ich glaube, jetzt kommt das gut. Haben sie es gleich geschafft. Leinen sind schon übergeben.
Man kann sie festmachen, dass der Kahn nicht wieder abtreibt. Das ist übrigens hier der Schlepper bzw. Drücker und rechts daneben das kleine Boot ist der Pilot, der überwacht alles. Die einen warten, dass sie rein dürfen, die anderen, dass sie raus können. Es wird alles kontrolliert, was rauskommt. Überall guckt noch einer rein. Das ist der Wahnsinn. Ein paar Wohnmobile sind dabei. PKWs, glaube ich, noch gar keinen gesehen. Und die Trucks warten, dass sie rein dürfen, rückwärts. So, dann geht's schnell. Plötzlich wollen sie, dass wir alle losfahren. Wir dürfen tatsächlich noch vor den LKWs aufs Boot. Jetzt will noch bestimmt irgendjemand wieder irgendwas sehen. Ausweis, Autoticket oder Ticket? Ich schätze mal Ausweis und Autoticket. Bonjour, Monsieur. Hallo. Alone. Oui. So, da fahren wir. Er wollte nur noch mal einen Blick in den Pass werfen, mehr nicht. Und jetzt fahren wir aufs Schiff, müssen aber noch mal warten. Sie müssen erst die Ebene noch wieder richtig hinfahren. Der Dampfer schaukelt auch im Stand ziemlich. So, tschüss Festland Marokko, geil war's. Und es fängt wieder an zu schiffen, passt ja, ne? Da sind wir. Auto verlassen und wird geladen. Wir gehen mal hoch. Ordentlich Platz und Sitzplätze. Hier auch noch Tische und Stühle. Ganz gechillt und entspannt. Der wichtigste Shop hat noch zu. Der macht erst auf See auf. Ja, das Ganze recht unspektakulär und im Hintergrund läuft Fußball. Da war ja was irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein komplett anderer Dampfer als auf der Herfahrt. Wirkt ein bisschen moderner. Und wo geht's eigentlich raus? Wäre ich rausgefunden. Gute Neuigkeiten. Es regnet und all die LKWs müssen hier jetzt noch rückwärts aufs Boot. Oh Mann. Und ich glaube, meine Sonnenbrille hätte ich auch einen Zottel lassen können. Da war ein bisschen zu optimistisch. Hätte vielleicht besser die Schwimmbrille mitgenommen. Und irgendwie dünkt mir der Kahn kleiner als auf der Herfahrt. Da hinten ist das Ende. Wir laufen mal kurz unter der Brücke durch. Dann sind wir schon hinten. Und wenn ich mir so ein bisschen das Meer da hinten angucke, sehe ich Fallstreifen von Regen und ein bisschen wellig ist es schon, also könnte noch ein bisschen lustig werden. Ja, und schön ist auch, dass der Wind stärker wird und dazu der Regen auch. Das ist einfach geil. Hallo Marokko, tschüss Marokko. Leute, scheiß die Wand an, es geht wieder richtig los mit Regen. Ich habe mich mal schnell in eine Tür geflüchtet, die irgendwo hinführt. Steile Treppe runter. Kommen wir gleich im Motorraum an. He? Ich höre Weihnachtsmusik. Da sitze ich wieder und warte, dass der Duty-Free-Shop aufmacht. Ich muss für Timo noch Drogen mitbringen. Und hier ist wenigstens trocken. Fähre mit eigenem Wasserfall. Schon mal gehabt. Ist für mich das erste Mal, glaube ich. Super frisch Wasser. Frischer Regen. Und das Rückwärtsladen dauert einfach ewig und ist an Ineffizienz, glaube ich, nicht mehr zu überbieten. Deswegen haben wir auch 2 Stunden Verspätung. 16 Uhr, das wäre geschafft. Die Klappe geht hoch, alle LKWs drauf. 2 Stunden Verspätung bisher. Taue werden gekappt. Jetzt hauen wir dann ab. Ja, die letzte Schnur wird gekappt, ins Wasser geworfen. Wir sind hinten frei. Und der Kahn dotzt nochmal an den Kai. Und wir malen uns davon. Tschüss Marokko, danke für 2,5 Monate. Geile Zeit. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal wieder. Auf der Hinfahrt waren wir zu dritt mit Timo und Julia. Heute fahren wir alleine zurück. Ja, und was ist in den 2,5 Monaten und der Woche davor alle passiert? Ne? Das fühlt sich schon wieder an, als sei das, weiß nicht, ewig her. Verrückt, die Zeit. Jetzt hoffe ich mal, dass der Captain den Weg findet und uns gut nach Europa schippert. Und der Kahn erst irgendwann anders untergeht. Und diese vertrauenserweckend aussehende Stelle schaut schon Richtung offene See. Die gute Dieselluft bleibt in Marokko. Irgendwas auf diesem Kahn verliert Schweröl, Öl, Benzin, keine Ahnung. Sieht ein bisschen komisch aus. Kommt von dem vertrauenserweckend aussehenden Rettungsboot. Wettertechnisch sieht es danach aus, als müsste ich bald wieder reingehen. Da kommt die nächste Regenfront. Und ein bisschen Geschaukel gibt es auch. Gischt spritzt hoch. Ja, nicht wirklich mördersignifikant, aber besser als flaches Wasser. Afrika liegt hinter uns. Komm,
Kommt euch diese Ansicht irgendwie bekannt vor? Ich glaube, das da rechts ist Gibraltar und der Rest Europa. Neben uns noch ein paar Dampfer, die auf irgendwas warten. Und voraus Spanien. Sind gleich da. 17.30 Uhr und ich verspüre einen leichten Hunger. Und hoffe, dass das schöne Wetter, das sich da hinten nur leicht andeutet, ein bisschen durchsetzt vielleicht für die Fahrt. Wäre ganz nett. Und wir müssen mal gucken, das Auto steht noch da. Auf dem Dampfer ist auch gut Platz, die LKWs alle rückwärts. Aber das hier ist unser. Wir bewegen uns langsam, als mit die Letzten. Erstmal haben sie alle LKWs rausgelassen. Das geht hier auch wieder in gemäßigter Zeitlupe, bis da mal alle von dem Dampfer runter sind. 18.14 Uhr. Timo hat vorausgesagt, um 18.18 Uhr verlasse ich das Schiff. Der ist echt gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier wieder wegfinden irgendwie. Die Rampe ist echt steil, da muss ich höllisch aufpassen mit dem Überhang. Ja, Festland Europa wieder unter den Puschen. Servus Spanien. Ihr seid ja schon länger wieder zu Hause, ne? Die LKWs stehen alle bei den PKWs an und die PKWs fahren jetzt zu den LKWs um 18. Naja, sind halt wieder in Spanien, ne? Der Pass ist okay, das ist immer wieder beruhigend. Ja? Ah, was kommt jetzt noch? Stellen Sie nochmal. Ah, das war der Zoll. Jetzt geben wir mal Gas, dass wir am LKW vorbeikommen. Und hier use irgendwie. Und wie ihr seht, auch hier shifts. Letzte Kontrolle hoffentlich für heute. Da fährt er jetzt nicht weiter, da kontrolliert keiner. Stehen nur die LKWs meilenweit im Stau. Wir fahren weiter. Wir werden keines Blickes gewürdigt. Abflug. Huch, paar Kilometer Autobahn, sagt Google, wir sollen hier rechts. Co-Pilot, was macht die Routeführung? Wo führt uns das jetzt hin? Der Sprit kostet hier genauso viel fast wie in Marokko. 1,52 der Diesel, aber wir wollen erstmal eine Tanke. Wir wollen, wie mir scheint, laut Google zum Lidl. Co-Pilot, hast du einen Lidl gefunden hier? Ja, Kopf. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja krass. Meinst du es heute gut mit uns oder war das Friedrich? Das ist ja eine interessante Geschichte, aber erstmal essen wir was, bevor wir überhaupt was machen. Sonst ist nämlich hier bald Schicht im Schacht beim Fahrer. Ihr wisst ja, mit Essenstrecken kenne ich mich aus. Deswegen habe ich heute wieder gestreckt. Und zwar meine Couscous-Suppe. Da hat er mal kurz eine Nudelsuppe gemacht und ein paar Reisnudeln durch und gut ist. Das muss einfach nur mal schnell sättigen. Ja, das Essen ist durch. War ganz kurz einkaufen, ein bisschen Pudding, zwei Bierchen und was zum Lutschen. Eigentlich hatte ich so ein bisschen gehofft, die haben auch Dominosteine. Haben sie aber nicht. Tja, fahren wir halt ohne weiter. Vorbei mit lustig, Herr Sisch. 20.30 Uhr und wir gucken jetzt mal, so nochmal Vollmache hier bei der günstigen Tankstelle und dann uns vom Acker machen Richtung Frankreich, mal grob gesagt. Irgendwie stehen hier etliche Camper rum, ich weiß nicht, ob die hier alle pennen, aber kommen wir jetzt hier auch raus. Ja, sieht gut aus. Pfützen können sie hier übrigens auch. Läuft das Wasser überall hin. Tank voll, wir kommen wieder 1000 Kilometer. Wir sind kurz vor Granada. Es ist Mitternacht. Und der Friedhof ruft. 10 Grad haben wir noch. Huch, ein Hase hüpft von links nach rechts. Und wir gucken mal, wo es hier hingeht. Das sieht schon fast aus wie in Marokko. Ziemlich dreckert. Oh, schön Haas übergefahren. Kopf. Dimmelt hier nur so von den Viechern. Leichter Nieselregen. Ja, es gibt auch nichts wirklich Alternativen in der Nähe. Alles weitere wäre dann fahren bis Granada. Da haben wir so keinen Bock mehr drauf. Heute, ne? Stellen uns hier mal an den Friedhof. Und hoffen, dass wir hier gut pennen können. Gucken wir, dass wir morgen zeitig abhauen. Das war's für heute, Leute. Wir gehen pennen.
Letzte Nacht nicht gut geschlafen, war um 4 Uhr mal eine Stunde wach, hab dann auch nur bis, ich weiß gar nicht, 8 Uhr gepennt. Oh, bin echt kaputt. Wir sagen gute Nacht für heute und wir sehen uns morgen wieder. Ciao zusammen. Yeah.